Firmenchef Alexander Gebhardt aus Bensheim wird bedroht, weil er diesen Banner an seinen Zaun hängt. Lieber ein Migrant als Nachbar, als die AfD im Bürgerhaus. Kurz darauf klebt ekelhaft stinkende Buttersäure an seiner Eingangstür und der Familienvater erhält Drohbriefe. Dass man mich im Auge hat, wenn meine Familie vergewaltigt wird von Migranten, dass ich kein Mitleid zu erwarten habe. Also ja, das nehme ich, das ist irgendwie so verrückt. Und alles, weil der Bensheimer seine Meinung gegen rechts offen äußert. In einem Brief heißt es, der Geschäftsmann solle seine Geschäftsräume platt machen. An gleicher Stelle eine Flüchtlingsunterkunft oder Moschee errichten. Der Absender anonym. Jedes Mal, wenn ich ihn wieder lese, bin ich doch erstaunt, was da wirklich geschrieben wird. Ja, also wenn hier geschrieben wird, dass wir doch eine Moschee bauen sollen oder eine Flüchtlingsunterkunft, das ist einfach schon starker Tobak, ja, muss ich sagen. Laut eines Briefs soll er auch mitverantwortlich am Anstieg der Kriminalitätsrate sein. Von Bedrohungen verängstigen lassen will sich der 43-Jährige aber nicht. Er engagiert sich schon länger für Flüchtlinge und gegen Rechtspopulismus. Vor 2 Jahren gründet er gemeinsam mit Flüchtlingen eine Basketballmannschaft. Für den Bensheimer Bürgermeister ist es eine Schande, dass Alexander Gebhardt jetzt derart bedroht wird. Rolf Richter sieht eine Grenze überschritten. So wie es jetzt bei ihm passiert, werden sich andere Menschen sagen, bin ich noch bereit, meine Meinung frei zu sagen, weil ich dann befürchte, dass genau dasselbe mit mir passiert. Und deswegen wollen wir hier zu einer Demo aufrufen und ganz klar zu sagen, es geht hier um Meinungsfreiheit. Zuspruch erhält Alexander Gebhardt auch von Fremden. Erst heute kam diese Postkarte von einem Kabarettisten an. Ich finde es gut, wie Sie öffentlich Haltung gegen den Rechtsruck zeigen und wünsche Ihnen von Herzen viel Kraft für den weiteren Widerstand. Es freut mich sehr. Ja. Ich merke dann zum einen, wie groß das auch wird. Ja, und gibt mir Mut. Und einfach auch weiterzumachen, weiter Flagge zu zeigen, ja, und nicht irgendwie jetzt da aufzuhören und einzuknicken. Und er steht weiter offen zu seiner Meinung. Alexander Gebhardt hat inzwischen mit einem neuen Banner auf die Bedrohungen reagiert. Letztendlich habe ich sehr viel Mut oder Kraft dadurch, dass ich einfach weiß, dass ich nicht alleine bin. Ja, wir sind mehr, aber auch wirklich mehr in Sachen Freunde, Solidarität. Und da fühle ich mich dann sehr gestärkt. Wer hinter den Drohbriefen und dem Buttersäureattentat steckt, kann der Bensheimer nur vermuten. Inzwischen ermittelt dazu auch der polizeiliche Staatsschutz. Alexander Gebhardt macht mit seiner Meinung gegen rechte Gedanken unbeirrt weiter.